Salut alle Gute, da sind wir nächstes Mal einer neuen Folge TV. Das hier steht am Fokus von unserer Sendung, der Ernährung. Ernährung ist etwas, was ist ganz wichtig ist an der UKSBL. Biologisch, Nachhaltigkeit sind zwei Sicherheiten, die wir groß schreiben. Wir wollen auch für alle mal wissen, dass ihr wisst, dass wir extrem aufpassen, dass es alles wichtig ist, dass die Ernährung von den Jungen gut ist, dass es nicht nur blank kauft, sondern immer am Kompromiss mit den Jungen. Da fangen wir direkt an. Heute an der Sendung haben wir in der Dame Juna Bernard, Dodono, man natürlich einen kleinen Beitrag. Das hier ist der von Krautgar. Ganz interessant, die junge Kollektiv von Lützburg. Dodono könnt dann natürlich immer den Pascal von Wolz und dann zum Schluss haben wir den Ayrton, den also kleinen Graffiti mischt, den also am Kader von der provisorische Buvette und Sterne vom Fußball zu killen. Und das Ganze ist erlöst mit Musik von Danny Körmer. Dann halte ich noch nicht lange auf. Wir lehnen direkt los. Juna Bernard, das sind wir. Hey, salut, herzlich willkommen auf meiner Terrasse und meinem kleinen Garten. Gerade am Zeiten vom Konfinement ist es natürlich richtig cool, wenn ich von einer Platz hier draußen profitieren kann. Hier haben wir sieht meine Erdbeeren, die habe ich für eine paar Wochen gepflanzt. Hallo, gleich sind sie fratt. Das ist natürlich ein cooler Weis, wenn ihr will am Kleinen aufhängen, für Büsse sein eigenes Lebensmittel zu produzieren und sich damit auseinanderzusetzen, was denn alles ist und wo es erst hier könnt. Allgemein ist das etwas, was man immer vergisst. Und das ist so einfach, für ein fertiges Produkt am Kaktus oder so inzwischen zu kaufen und denkt ihr am Anfang nicht viel darüber nach, wo es hier könnt, was ein Transport ist, wie viel Plastik an der Verpackung ist und so weiter. Alles das ist etwas, wo man viel mehr groß Bewusstsein muss dafür entwickeln, für auch wertzuschätzen, was das Lebensmittel am Anfang sind und wo sie herkommen, welche Wesen machen und auf sie man vielleicht auch bereit, mehr faire Preis dafür zu bezahlen. Ein kleiner Erfolg, den nicht für Reka machen, als zum Beispiel beim Ackhafen drauf abzupassen, für stofften Tuten zu benutzen. Die heute, dass sie so stofften Tuten für Urbser gemäß dran zu machen, die wollen ich am Anfang immer mit, wenn ich Ackhafen gehen. Am liebsten auf dem Markt, weil du von statt besten lokal oder regional Urbser gemäß. Ich fange mein Bio produzieren und ich weiß, wo ihr hier könnt. Den Transport wäre es nicht so lang und meistens ist eben noch keine Plastikverpackung mit dabei. Boah, der Markt ist mittwochs und samstags ab, aber natürlich geht er doch nicht immer. Dann gehe ich aber in irgendeine Supermarkt hier erst dagegen. Aber auch da gehen entretan immer mehr Initiativen, wo ich kann auf den Plastik verzichten und wo ich kann so Gläser mitholen wie die heute, für sein Müsli zum Beispiel dran zu machen oder sonst Artikel für auf den Plastik zu verzichten. Das sind kleine Erfahrungen, die alle Einzelnen kann machen. Und ich meine, dass wir so auf dem individuellen Niveau schon ein gutes Stückchen weiterkommen. Einfach auch für das Bewusstsein zu kreieren. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch das politische Niveau gefragt. Wo ich an meinem Beruf mich viel dafür ansetze, dass zum Beispiel an der Schule, an Staatskantinen, einen großen Anteil von Bioprodukten mit verschafft gehen. Mehr aber auch, dass alternativ Essen, dass das vegan und vegetarisch ist. Weil immer mehr Leute esse gerne vegetarisch oder vegan. Und da ist wichtig, dass natürlich auch die Opfer stimmt. Andere Sachen, die wichtig sind, ist natürlich Benutzen von Refill-Stationen, wo ich für die Kasebiner matulen, du das grüne Wasser kann benutzen. Und dass die Sachen am Funk überall am öffentlichen Raum präsent sind. An der Schule geht das nur mal mehr. Verschiedene Mengen haben es. Auf Rot muss vielleicht ein Ärger gemengen, ob irgendwo ein Grün am Park oder auf der Skatepiste beim Jugendhaus kann disponibel sein, für eben da ein Wasserflasche abzufüllen. Das sind alles kleine Sachen, die all einzelne Kommande, wo wir als Politiker natürlich müssen die Kader bieten und uns dafür ansetzen, dass das Sachen überall in der Gesellschaft zu vorne sind und die zur neuen Normalität gehen. Das meine ich all da an meinem Beruf. Ich hoffe dir auch. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis geschwind. Ciao, ciao. Hallo alle Gute, heute sind wir nächstes Mal mit den Yuki News. Wie ihr seht, sind wir hier mit Yuki. Und das ist zwar noch zu, aber wir werden nicht gleich mitteilen, wie und wie ihr darin könnt bei uns kommen. Und den Halli Rally, der geht los los zu Ende. Aber wie ihr wisst, könnt ihr dann ein von der Welt alles Aufgaben, Rätseln und Quizabenden auf Facebook oder Instagram nur gucken. Denkt daran, die heute noch bis Freitag Zeit, Fotos oder Videos vom Kach-Challenge als auf info@yuki.lu zu schicken. Merci, Anne. Da kommen wir zu einem ganz flotten Beitrag. Der Krautgar, der junge Kollektiv von Lützburg. Was sie genau machen, weisen die euch los. Moin, alle Gute. Ich bin Max Epstein
Und ich weiß nicht, heute mal um Freitagmorgen war am Krautgart bei der Rekolt und überhaupt bei der Gemäßverdelung so läuft. Die Krautgart mache ich nicht lang. Zusammen mit Jean-Marc Parias und Claude Petit haben wir den Krautgart als Betrieb 2016 gegründet. Und haben aber 2015 heißer Platz, wo ich noch hier bin, angefangen, Tannen an den Boden zu kriegen. Wie das alles hier an dem kleinen Steck gart, hier war der Hand mal gesehen, aber das ist auch noch gleich anders weisen, alles angefangen hat, werde ich hier rufhängen und ich vielleicht die eine oder andere Sache erzählen, bevor wir hier noch zusammen bei der Rest von der Kebab Stengefort fahren, wo ein Hauptproduktionsgart quasi ist. Und da stellen sich auch die Kipfe. Wir sind hier auf einem relativ, kann ich so sagen, wunderschönen, ruhigen, mehr aber gleichzeitig auch drischenden Standort. Auf einem sandigen Plateau, Tisch mit sandigem Boden und ohne Wasseranschluss. Wie ihr schon vielleicht gesehen habt, ist ein heikeplakischer Sandboden mit meinem Face. Hier bei den kleinen Pastinaken, die gerade abkommen, seht ihr vielleicht schon. Das ist quasi ein Kompostschicht, die Lusche Schäfer wieder das. An die quasi Dörrfläche bildet, an der wir schaffen. An rechts, wenn ich dran wolle gehen, seht ihr auch schon, wie nach Wasser gespeichert das, bevor ich in den Sand kommen, wo wir eigentlich dran schaffen. Aber die Pflanzen eigentlich dran wissen. Hier, wie gesagt, das Wassertank. Die am Anfang nicht mehr gedurcht sind für ein Zehr. Hier zu bewässern, wie ihr auch hier seht. Hier ein Wassertank. Hier noch einmal Wassertank. Als echt Zehr, die wir abgerichtet haben, 2016. Schon proper gepflanzt. Mit Paprikas, Peperonis und natürlich auch Tomaten. Also alles, das was auf den Tunnel rennt, pardon. Fängt mal ab und wir legen das mehr oder weniger kleine Weiher, die wir anfangs ausgehoben haben. Mal, das ist ja mal das Schönste. Das ist Sonnenpur, relativ sandige Boden, aber für die allermeisten Kreider, wie ihr hier seht. Top-Konditionen. Wir produzieren Gemäß und wir verkaufen das Gemäß aber nicht normal an einem Stand 400 Tier oder wir fahren nicht auf Marschen. Wir liefern auch nicht an Grossisten. Wir schaffen im Prinzip von der solidarischen Landwirtschaft, wo da bestimmt schon alle guten Herren. Wenn nicht, könnt ihr euch auch mehr im Detail darüber informieren, ob solavi.lu, da gibt es eine große Plattform, hat auch alle Betriebe, die so schaffen. Hier sind wir also zur Stengefort gekommen. An unserem Hauptproduktionsgart, wie ich so ein größten Teil von unserem Gart und da, wo alle uns Goldstecker sind, wenn ich so will. Okay, dann gehen wir mal durch die Schatzkammer hier zu suchen. Hier machen wir uns Jungpflanzen. Am Kalkart kaufen wir just Samen. Und wir zeigen all unsere Jungpflanzen quasi selber an. Wir gehen mit verschiedenen Methoden. Hier ist die Deichter dran, weil durch das Teiernetz drauf bleibt, weil sonst hier Bannen einfach zu warm geht und die Jungpflanzen dadurch nicht brauchen. Wir haben mal eine Kultur und dann gucken. Den Oven. Das geht fest. Wie ihr seht, das ist quasi unkrautfrei. Nicht zu lasch, auch dadurch, dass man nie den Boden abholen und neue Unkräuter von oben abholen. Wir haben drei Sachen. Zum Beispiel Heide College. Die ganz schwer aus Mächter zu gehen. Wir gehen mal manuell mit der Schöpfchen drin. Und wir haben einen Schach. Da ist ein Teil von der Crew.
Die letzte Saison sogar mehr, wie ich erwartet habe. Komm nochmal mal rum, Leute, die wir kennen. Komm nochmal mal rum, helfen. Impeccabel. Das ist alles Kulturschutz. Wir verwenden hier keine Pestiziden, Herbiziden, wie auch immer ihr das alles nennt. Wollen wir hier nicht. Wir schaffen hier hauptsächlich mit mechanischem Schutz. Sie wird hier das Netz sein, weil einfach mechanisch Käferin drunter hat und Kulturen zu kommen. Was wir gerade gemacht haben, die hier heißt Dinos. Wir haben gerade 100 freilaufend oder ob manst ziemlich freilaufend Hinger an die Gesetze, was sie für ein Arbeit machen. Sie meinen nicht wiss, sie düngen nicht wiss und sie mulchen nicht wiss. Am Jahren baut den Sommer dann sein Boden ab. Die Gesetze halt Platz, wo sie letzte Woche war, wo sie letzte Woche waren, gemeint. Und so regeln wir sie hier, was die wiss, durch die Jahre gesehen. Aber dann bin ich froh, das Resultat von dem Ganzen sind die besten näher, die es gehen. Hallo, ich bin einmal bei uns Crew. Die sind nämlich lo fleißig hier um Zalotenplecken. Gucken wir mal. Hier sind wir also. Aus den einen, ob die kommen zum Schluss, ob drauf zu sprechen. Da sind sie. Zalote Pleck. Ami. Sali. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Dominik und ich mache heute eine Ausbildung. Ich habe gerade 3 Jahre Ausbildung und viel am letzten Jahr. Und ich bin die letzte Woche schon heute gemacht, meine Ausbildung. Cool. Neue Gemeinsgärtner heute. Wie warst denn du? Hey, ich bin Claude. Ich bin Co-Equipe hier von Kalkart. Mit den 3 anderen, also 2 anderen noch. Max haben wir gemacht. Voilà. Ich hoffe, ihr habt es ja schon gehört. Suchen wir mal, ob dem gerade fehlt. Ganz genau. Voilà, dann guck ich, ob das gut gemäß an der Kurve kommt. Ich guck, dass gut gemäß an der Kurve geht. Was tut das da mit dem Kurve sonst? Ich hatte viel drunter erklärt, du wärst also Spezialist. Wie hast du denn hier also System? Wie geht das schon mal hier mit der? Der von der solidarischen Landwirtschaft. Die Leute abonnieren sich für eine ganze Saison. Sie abonnieren sich für eine Gemäßkurve von Ende April bis Ende November. Und dann können sie alle Woche hier gemäß sicher kommen. Das heißt, dadurch, dass sie sich abonnieren, wissen wir, dass wir einen sicher bei haben. Und sie wissen, dass sie frisch gemäß kriegen alle Woche. Gemäß gemäß ist empfangen zu kriegen. Mäus gepleckt. Oben ist kein Weizsicher kommen. Mäus gepleckt und theoretisch oben ist im Teller. An die Zalotei, die Herrschaften, kriegt das aus Nährens. Gib ich nochmal behaupten. Wie warst du? Willst du dich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin Seda. Wir sind hier für die Hölle von Haut. Das hier war eigentlich die erste Kehr. Dank Corona. Dank Corona. Ich die letzten Jahre immer fleißig auch Freitags mit dabei bei der Verdehnung für und allem. Genau. Also, wie bist du? Moin, ich bin Antoine. Ich bin Français. Ich fais du woofing ici. Je dors dans le Tipeee là-bas. Ah, j'ai pas encore montré le Tipeee. Ah. Et en fait, donc j'apprends le maraîchage sur sol vivant ici, sur petite surface, pour pouvoir me lancer après en France, pour pouvoir lancer mon propre projet, qui sera similaire à celui-ci. Et je m'occupe des petites poules, je sais pas si vous avez vu là-bas. Eh oui. Et de l'eau. Donc voilà. Cool, also narren zukünftige Gärtner hier. So, ich luchse mich heile mal dran. Hier ist also ein neuesten Zer, letztes Jahr haben wir den gekriegt. Und die holen wir hauptsächlich für
Auberginen, Paprikan, aber auch Konkombren. Wir führen allem anfangs der Saison als immens wertvoll. Für Kulturen echter zu säen, respektive echter zu pflanzen, damit schnell fertig zu tun. Rote Lettuen, Eisbergen, komm schon jetzt. So, hier sind wir also. Und hier ist ein schöner, großer Zeher. Hier waren schon 300 Tomaten. Eine Dose verschiedener Sorten. Und die alle mischt als eigene Kerreproduktion. Und hier waren die klassisch Tomaten plus Basilik. Hi, ein schöner Zucht aus dem Kreis Schaustischgart. Salut! Du hast einen schönen Schau vermisst. Rollen wir machen ein Video für den Fernsehen. Oh, dann mach, vergiss. Du musst dich. Nee. Du musst dich schon kurz feststellen, just so, wenn es der Basar was daheim ist, dann nicht so unter Rest. Die schneiden dann sowieso alles zusammen. Okay, wen die Lo? Mal Lo einfach, ja. Ja. Ich bin der Roller Petty, Klotzeipap. Klotzeipap, der Klotz hat für die Runde Horne gesehen. Ja. Ich komme den Jungen helfen, hier wirklich gut Erbe diese Heim machen. Qualitativ alles ein sehr, wirklich gut. Der Roll, die läuft, sie läuft als für all warum. Und ich muss sagen, der Roll als absoluten Expert, was Salote schneiden angeht. Kein möchte so schön köchte absolut wie der Roll. Aber gleichzeitig passen ob, dass als Pausen nachgehalten gehen. Los sind wir hier an dieser Verdelungsfeier. Mit Masken und alles, für gemäß zu packen. Genau, hier kommen wir dann hin. Und ja, da kommen die Leute schon herbeigefahren. Drive-In-Modus, wie ich für schon gesagt habe, die kommen da von Hand und her gefahren. Hier lernst. Dann bleiben sie hier 100 Mal stehen. Und dann kriegen sie mal abgemäht, Kost dran gestellt. An Fruchttomate, genau, so schaffen wir leider im Moment. Normalerweise machen wir hier Bannen eine gemütlich gemäß Verteilung. Das Leute sich hier können selber parken, dass wir auch können mit nicht nissen. An ja, das Leute sich einfach wohlfühlen an genau. Ja, dann gucken wir mal, wie der Bannen aufläuft. Ah, ist die fertig geköcht. Brett für Frucht. Wunderbar. Grosse Merci und die Krautgart für den grossen Input, den sie als Kind haben. Und, ich will heute mal einen Kopf rufen, wenn ihr euch interessiert, sie etwas zu weisen, etwas zu erklären, eine Idee hat die interessant. Also einfach nur ein paar Videos und Raffel checken. Hier drin, wie immer, von allem von der Sendung links. Dann kommen wir bei der Pascal. Hey, Yuki, und alles gut? Wir sind heute auf der Festivalsplatz zu Wult. Das ist schon die ein oder andere größere Musiker abgetreten gewesen. Und die Frage von der letzten Kerl war, Smoke on the Water war einfach die Antwort gewesen. Die Purple, Genfer See und hier und da. Kann ich nicht reden. Und wir haben hier als eine neue Frage ausgedacht gehabt, den Jack Black von einer bekannten Band, der hat auch regelmäßig Filme gedreht gehabt, in einem School of Rock, King Kong und Gullivers Reisen. Und Luke und Froh. Auf welcher Band hat der Nomad gespielt gehabt? Warte. A. Black Flag oder B. Tenacious D. Schreibt wie immer im Innen dann Kommentare und wir sehen uns demnächst drin. Ciao, ciao. Merci Pascal. Das war es schon nicht. Ich sage merci für das Gucken. Lo zum Schluss, dann einfach noch ein bisschen Kunst. Viel Spaß mit diesem letzten Beitrag. Adi. Ich bin echt in 24 Jahren. Ich komme von Kola und studiere Architektur in Österreich. Ich weiß es nicht. Ich mal davon, seit ich denken kann, und tut sich lo, seit ein paar Jahren halt rauskristallisiert, dass ich dann echt ein größer Flash mal gebe, an mein Medium echt zu bringen, wie du ein Pinsel oder ein Stift.
Und voilà, das ist einfach ein Prozess gewesen, den ich nur und nur irgendwie immer mehr klar gemacht habe, in welche Richtung ich will gehen. Und dans le regard des gens, je peux lire une histoire et voir comment la gens s'en font en désespoir. Je les regarde, les parler des larmes, des drames et de la folie qui leur fait mal au crâne. Na, mais echte, müsste das dann am Funk schon wieder? Wie lange, ja, seit 4-5 Jahren. Moin, ich bin mehr aktiv. Mhm. Voilà. Und hast du am Anfang schon den Umfang so gedacht, ob du immer das Kind zu machen oder war das nur immer nur so ein Hobby, echt? Echt hobbymäßig so. Das andere tut sich am Anfang nicht bei ging. Und echt durch Initiativen anderer Leute. Nee, voilà, also ich fand das ziemlich coole Punkt hier, dass ich nicht erst ein Hobby auch finanziell kann ein bisschen aufzuschicken. Also, auch für Zukunft oder echt, oder wo ist im Youngbus vielleicht noch echt? Momentan ist es echt danach nie vorbei, aber ich kriege aber fest, wenn sich das eventuell nicht gut entwickelt, für das dann mehr aufzumachen und voilà. Wie siehst du da am Funk den Ideen? Also sind da, könnt das. Wenn du eh arbeitest, müsste da dich komplett von dir aus, hörst du Leute, die dich inspirieren, hörst du Momente, die dich inspiriert haben, hörst du. Wo könnt das hier? Wenn ich nur Sachen von mir aus mache, dann ist das komplett eh eine Initiative. Natürlich kriegen immer Inspirationen, ob bewusst oder unbewusst, einfach von seiner Engagement, dann von den Sachen, die ich sehe, auch noch von den Leuten, mit denen ich sich abhält, kriegen auch immer stark inspiriert. Aber generell, wenn ich Sachen für mich mache, also dann ich Initiative und können das funktioniert von mir. Nach konnte, wenn ich Aufträge oder Projekte mache, dann kann ich auch den kleinen Idee für gesagt, beispielsweise halt für den Fußball kann ich mich gleich irgendwie Glasse holen oder so. Ich finde es wirklich passend. Und voilà. Graffiti ist ja in generell ein kontroverses Thema. Das tut ein ja auch eine Form von Graffiti. Ich nicht nur was bei Bexel gemalt, das ist mir auch generell, passt ja aber irgendwie in der Mathe dran. Und ich ging aber immer so, dass viele Leute Graffiti als verschiedene Wühe betrachten. Findest du, dass Gesellschaft hat irgendwie richtig nochmal da umgeht? Oder hast du da irgendwie eine Form von Kunst? Oder hast du da echt einfach ein Hobby? Oder wie siehst du das? Ja, ich denke, dass es mittlerweile immer mehr etabliert ist in der Gesellschaft und noch mehr unerkannt ist und gerne gesiegelt. So, gerade von irgendwie Projekten gemacht, die ausgeschafft sind, wo dann flott Motive wird und wie gesagt, ausgeschaffte Bilder. Ich denke, das kann immer besser und etwas mehr etabliert. Natürlich, du warst auch der Meinung, dass Lützburg am Anfang mehr Initiative so bräuchte, wenn die Leute vielleicht mir noch Kind bringen oder kann er sogar vielleicht in sein Hobby mal und Hand gehen. Ja, ich habe schon den einen oder anderen Stage gemacht hat bei einer Miserole oder einem Jugendhaus und das ist prinzipiell immer ganz gut gekommen. Also, das kann halt Frieden tun. Und voilà, ich denke, wenn das irgendwie mehr populär ist und das mehr und Leute bräuchte, dann könnte das ganz gut hin. Bis jetzt war das Feedback immer ganz flott von Älteren oder Kanadern generell. Also. Und war leider zum Beispiel früher, ob ihr doch privat ging machen, du siehst da so da prinzipiell ja oder beschränkt ihr schon immer in ob so Projekten oder auch Fassaden oder Mauer oder wie sind euer Terrain? Also ist sind wir von relativ offen für alles. Aber wie gesagt, für mich ist finde ich das als Initiative auch, wo ich einfach für mich mache, privat, aber nicht unbedingt irgendwie groß öffentlich machen oder so. Ich meine dann von gerne für mich, weil mir das Fried berät. Melo beispielsweise für Aufträge oder Projekte sind wir von auch offen für alle Projekte. So. Das natürlich, dass ich alles direkt unhole, so, aber wenn irgendwie Lust wird, für ihn etwas zu machen, nicht immer ein Finanzwäsche.